Okay, willkommen zurück auf adobelive.com. Und ich bin jetzt mit Julia Nimke und Rosa Kammermeier. Das sind zwei Namen, die ihr sehr viel dieses Jahr hören werdet, weil das sind unsere neuen Creative Residents in Deutschland. Wow, das erste Mal in Deutschland. Und ihr beide seid es. Ja, das ist Wir haben die. wirklich ganz, ganz viele Portfolios, Ideen angeguckt und ihr beide habt es geschafft. Das ist super. Vielen Dank. Ja, das ist Gratuliere. wirklich Okay, schön. und hier im Chat, willkommen zurück. Ihr seid ganz schön viele dabei. Ganz schnell wieder, was hier bei adobelive.com los ist. Also wenn ihr das auf YouTube anguckt, bitte auf adobelive.com rüberkommen, weil da haben wir auch einen Contest. Da könnt ihr ein Template runterladen und im Template steht alles, was ihr braucht, um in diesem Contest mitzumachen. Weil am Freitag werden wir die 10 besten Arbeiten auswählen und dann die 10 besten kriegen ja, ein Jahr Adobe Stock Kredit. Also 120 Bilder über das, also 10 Bilder pro Jahr über 12 Monate. Okay, das ist super cool, macht da mit. Da ist natürlich auch der Chat und der Chat ist da, den können wir alle lesen. Seht ihr den Chat? Ja, Ja. ist das alles okay? Ja. Hallo Chat! Hallo. Und da ist auch das Programm für die zwei nächsten Tage, weil es ist nämlich der erste Tag von 3 Tagen über Grafikdesign und Illustration. Und auch ein wenig Fotografie mit Julia. Ganz Ja? genau, ja. Und naja, reden wir ein wenig zuerst mal, ja, führt euch mal ein, selbst. Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Was macht ihr? Was ist Creative Residency? Reden wir mal ganz schnell über diese Sachen. Und ja, soll ich auf einen Bildschirm kommen oder wollt ihr einfach so ein wenig erklären, wer ihr seid? Lassen wir das Creative Residency Logo da oben. Ja. Gehen wir runter, Julia. Ja, wie sollen Okay. wir starten? Das hat Rosa auf jeden Fall gemacht. Okay. Rosas Genau. Design. Okay. Ja, weil ich mache nämlich ziemlich viel mit so verschiedenen Schriften und verschiedenen Schriftzügen und darauf bezieht sich sozusagen nämlich auch mein Projekt jetzt in den nächsten 12 Monaten. Und zwar besteht mein Projekt darin, dass ich Schriften nämlich auf verschiedenen Schaufenstern in total verschiedenen Städten platzieren werde. Ja, und das sollen sozusagen Botschaften sein, die Freude vermitteln und Spaß vermitteln und so ein bisschen so Spaß in die Innenstädte so genau übermitteln sollen. Okay, was ist eigentlich die Creative Residency? Genau. Das ist ein Jahr lang viel Freude, würde ich mal sagen. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, beide ein Jahr lang uns freien Projekten zu widmen, haben uns auch jeweils mit einem Projekt beworben, das wir gepitcht haben und sind die Glücklichen, die es geworden sind und gehen auf Die Konferenzen, Talentierten, die es geworden die sind. Talente. Und gehen auf Konferenzen, sind hier bei Adobe Live zum Beispiel, werden nächste Woche schon unseren ersten großen Vortrag halten bei der Typo in Berlin. Und ja, werden natürlich Aber das finanziell Mikro unterstützt. ein wenig näher an der Schoß, aber. Ja. Werden natürlich finanziell natürlich auch unterstützt und aber so natürlich auch total persönlich. Also es gibt total viele persönliche Unterstützer sozusagen, die uns da in den nächsten 12 Monaten mit uns den Weg gehen. Möchtest du schnell die deutsche Blogpost zeigen? Ja, klar. Okay, dann komme ich schnell auf deinen Monitor hier. Hast du das in den Oh, Bookmarks? warte mal. Nee, habe ich gerade noch Nein. nicht. Warte. Meine Tastatur macht auch schon Geräusche. So. So, und da gehen wir jetzt rüber auf deinen Computer. Ich muss da ganz schnell da vor uns, der Chat geht nicht voran, muss ich da ganz schnell auf den. Kein Problem. Da, mit der Maus, das ist alles so kompliziert in unserem riesigen Studio hier. So, boah, so. Jetzt ist alles wieder live. Okay. Sehr schön. Genau, das ist die Seite.
Hier oben gibt es das Image-Video von Rosa. Hier von uns. Von uns beiden? Ja, von uns. Okay. Dann sind wir beide. Und genau, und hier sieht man alle Residents, die es geworden sind dieses Jahr. 6 zum ersten Mal. Und darunter auch 2 Fotografen, was mich sehr freut. Mhm. Weil die Jahre davor war das ja noch nicht der Fall. Genau, und dann haben wir hier Rosa. Andre ist der andere Fotograf. Und Natalie. Julius. Ja. Die, okay. Ja. Also es sind 4 in Amerika und 2 in Deutschland. Genau, ja. So. Ja. Warte, ich versuche gerade mal die. Ich versuche gerade mal die Kamera hier wieder reinzutun. Hier, ja. Das ist Mi Ultra Mi. Warte. Weil da fehlen wir hier unten. Also machen wir uns schnell an. Mini Recorder 2. Perfekt. Mache ich das schnell. Da, Mini Recorder 2. Ups. Verkleinern. Wir sind gleich wieder da. Das ist kleiner hier. Ups. Und jetzt. Naja, das machen wir dann nachher. Dann schweben wir damit. Dann schweben wir. Nein, aber das ist der grüne. Da muss ich schon den Michael fragen, damit er mir das macht. Das habe ich jetzt nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Okay, kein Problem. Okay. Und also das ist die Creative Residency, das ist glaube ich vor 2 Jahren, also glaube ich, ich bin sicher, das ist vor 2 Jahren in Amerika angefangen mit unseren 2 ersten Residents, die sind ja da im ehemalige Residents, ja? Ja. Und eben, das ist wie ein, dann sind auch die Residents Alumni, also das war letztes Jahr, Sarah Dici war eine YouTube Vloggerin, sagt man das? Vloggerin? Mhm. Ist es ein, okay. Und also hat ganz viel mit Video zu tun. Und dann, wenn wir weitergehen, das ist die Christine Herrin. Christine Herrin hat auch sehr viel Handlettering gemacht. Und dann, wenn wir noch weitergehen, Sid Weiler. Sid Weiler hat eine merkwürdige Geschichte mit diesen Trash Doves, also diese Vögel, die wir ganz viel auf Facebook und Facebook bei, meistens. Bei Slack habe ich bei, sie auch entdeckt. Bei Slack und auch als iMessages, Icons. Das hat sie gezeichnet und das ist viral geworden. Und Craig Winslow, der hat ganz interessante Projektionen auf Gebäude gemacht, wo man dann auch sieht, eben, also wo er, weißt du, wenn die Schriften da weggehen von den Gebäuden, also alt werden und also fast durchsichtig oder nicht mehr da sind, die hat er dann wieder gezeichnet und dann projektiert auf die Gebäude. Ganz interessant. Und dann am ersten Jahr, da war die Kelly Anderson. Und Kelly Anderson, die hat vor 2 Tagen auch ihre Arbeiten jetzt im Museum of Modern Arts da im Store verkauft sie das. Ja. Ja, also es sind schon coole Geschichten und Becky Simpson auch. Das war Becky und Kelly waren unsere ersten 2, okay? Und jetzt jedes Jahr immer mehr. Na, gucken wir mal, wie es mit 6 aussieht dieses Jahr. Ja. Ich schreibe mal schnell dem Michael. Okay. Was ich sagen wollte, also gratuliere wieder, dass ihr beide unsere Repräsentanten in Deutschland sind. Und das Coole an der Residency ist eben, dass wir du hast dein Projekt erzählt, du hast dein Projekt noch nicht erzählt? Ja, ja. Ja, vielleicht willst du das schnell machen. Klar. Genau, also ich werde im kommenden Jahr... Okay, Moment, okay. Der Michael, ja, kommt ganz schnell... On a bougé la GoPro à left et ici il n'y a plus le truc là, donc je voulais rajouter l'Ultra Studio pour faire le vert transparent. Ok, da sind wir. Aha, jetzt kann ich auch den Michael sehen. Okay. Salut Michael. Super. Ah. Ah. Ok.
okay. Okay. All good now? All good. Wir können weitermachen. Okay. Danke, Michael. Tschüss. Okay, ja, also zurück an dein Projekt. Also, Rosa, haben wir gehört, du möchtest eben die, diese Positivität in die Schaufenster reinbringen. Und in die Innenstädte. In die Innenstädte. Das wird spannend. Gucken wir, wie das geht, wie das sich evolviert. Evolviert ist das ein. Entwickelt, genau. Evolve. Okay. Julia. Ja, ich werde im kommenden Jahr viel reisen durch Europa mit meinem Sprinter und Orte fotografieren, die mit die so ein bisschen mit Mystik und Natursagen und Legenden verknüpft sind, um auf eine andere Art und Weise die diverse Kultur von Europa festzuhalten. Und werde mich aber hauptsächlich, so wie meine Grundthematik meistens ist, auf Natur spezialisieren und mit verschiedenen Fototechniken und Looks und Styles die verschiedenen Jahreszeiten einhalten, fotografisch. Und das natürlich dann fleißig teilen, wo ich bin. Ich bin auch gerade dabei, eine Karte einzurichten, wo ich irgendwie so meine verschiedenen Schlafplätze zeigen kann, sodass man immer sehen kann, okay, wo fährt sie jetzt eigentlich gerade rum. Oder wo ist sie gerade hingefahren? Oder wo bin ich gerade hingefahren? Du willst ja nicht, dass die Leute wissen, wo du jetzt gerade hingefahren bist. Ja, vielleicht, genau. Vielleicht so mit einem Tag Verschiebung ist es ein bisschen besser. Nicht, dass ich da irgendwie... Ja. Gestern war ich da. Stimmt, das ist ganz gut. Ja, kannst du uns ein wenig zeigen von deinen Arbeiten, was dein Stil ist, wie du denkst? Ja, ich würde einfach mal auf meine Webseite gehen und dort so ein paar Reisesachen zeigen. In Marokko war ich als letztes im Februar. Ich würde aber einfach mal auf den Balkan-Trip gehen. Den habe ich nämlich, das war meine erste größere Reise, die ich mit dem Sprinter gemacht habe, sodass ihr auch mal einen Eindruck bekommen könnt, wie es so ist, mit dem Sprinter unterwegs zu sein. Und ja, also wie man vielleicht sieht, ich mag es, mich so auf das Grundlegende eigentlich zu fokussieren und eher so ein bisschen minimalistisch zu fotografieren, nicht zu viele Elemente zu haben und trotzdem eine gewisse Atmosphäre zu erschaffen und die festzuhalten. Genau, ja, da bist du im Sprinter. Genau, da sieht man mich im Sprinter. Ich habe den jetzt noch ein bisschen ausgebaut und muss jetzt nicht mehr so arbeiten, sondern habe mir so einen Hängetisch. Ah, ich habe jetzt noch so einen Hängetisch. Wo habe ich den gesehen? In dem Image-Video. Okay. Ja, ja. Genau, und jetzt kann ich noch ein bisschen komfortabler arbeiten und habe eigentlich alles, was ich benötige, von irgendwie kleiner Küche. Ansgar sagt, go Julia, Lenny sagt, die Fotos sind grandios. Sehr schön. Ja, und bin mit dem 5 Wochen durch den Balkan gereist und habe verschiedene Punkte meistens im Vorfeld, die ich irgendwie mir anschauen möchte und schaue dann aber auf der Route, was sich an Gelegenheiten ergibt oder was mein Interesse weckt und bleib dann auch dort gerne. Genau, und von der Farbigkeit her ist es bisher eigentlich immer so, dass ich mich da ziemlich an dem festhalte, wie es auch tatsächlich ist, also dass ich die Realität abbilde. Und jetzt in dem kommenden Jahr werde ich aber da auch so ein bisschen mich ausprobieren und ein paar andere Stile verwenden und so Multicolor Manipulation machen. Da gibt es zum Beispiel Reuben Wu, den finde ich großartig, der macht das so, dass er Landschaftsaufnahmen macht und dann aber irgendwie so interessante Farbwelten bildet und ja, und ich glaube, dass ich jetzt in dem Jahr einfach die Zeit haben werde, mich da mal ein bisschen auszuprobieren und Also dein Thema fürs Jahr ist also diese legendären Orte. Genau. Kannst du eins beschreiben zum Beispiel? Was so eine Idee, die du hast? Also ich werde erstmal mit Deutschland anfangen, weil hier gibt es auch viele Sagen und so kleine Geschichten, Entstehungsgeschichten oder was man meint, dass da Geister waren oder Feen oder was auch immer. Und ich starte wahrscheinlich einfach mit der Sächsischen Schweiz. Die ist nicht so weit weg von Berlin, ungefähr 200 Kilometer.
Und dort gibt es verschiedenste Geschichten von dem Nebel, der durch die Täler sich morgens bewegt, bis hin zu so Felsformationen von der Barbarine, die eine eingefrorene oder versteinerte Meerjungfrau sein soll. Und ja, da bin ich zum einen noch so ein bisschen in der Recherche, was es alles für Geschichten gibt, auch hier in der Gegend, und aber auch, ja, habe schon so ein paar feste Orte, die ich auf jeden Fall abfahren möchte, und versuche dann auch noch Leute zu finden, die in den Gegenden wohnen, die ich mit porträtieren kann, dass ich da auch noch mich ein bisschen mehr austoben kann im Porträtbereich. Und Leon fragt, wie bist du eigentlich zum Fotografieren gekommen? Das war so ziemlich klischee-mäßig, dass ich früh eine Kamera bekommen habe, so eine kleine... Ach, das ist so klischee. Ja. Okay. Nein. Ja, aber so mit 12 hatte ich so meine erste Kompaktkamera und habe mit der dann ganz viel fotografiert und fand das irgendwie schön und habe das dann weiter verfolgt und war dann in einer Jugendredaktion und im Jugendclub, wo ich in der Dunkelkammer gearbeitet habe und da gelernt habe, wie man Filme entwickelt und Abzüge macht, und fand das total faszinierend. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn mir das so sehr gefällt und ich da so viel Spaß daran habe, dann möchte ich das auch sehr gerne als meinen Job machen. Ja. Cool. Wie man sagt, awesome! Awesome. Amazing. Ja. Rosa, reden wir mal über dich. Ich komme ja rüber auf deinen Computer hier. Ja, wahrscheinlich gucke ich dann auch mal auf meine Webseite. Ah, das ist das ein. Ah ja, genau, sehr gut. Gehen wir da. So. Ja, wie ich ja schon so ein bisschen gesagt habe, also da beschäftige ich mich halt viel mit Schriften und Schriftzügen. Und ich versuche mich jetzt, so nämlich eigentlich erst so in den letzten 12 Monaten so besonders intensiv damit zu beschäftigen, weil es mir nämlich einfach echt total viel Spaß macht und ich mich da auch noch, also ich vermute, dass ich mich da auch noch echt viel entwickeln, also dass da noch ein Potenzial ist. Ja. Genau, und so vielleicht zeige ich einfach so ein, zwei unterschiedliche Projekte. Ja, absolut. Genau, also ich habe hier mal, das war für 2017, so einen Kalender mit insgesamt 12 unterschiedlichen Schriftzügen gemacht. Und das habe ich dann verschickt an verschiedene Freunde oder potenzielle Interessenten. Genau. Lass ich mal ein bisschen ablaufen. Dann gehe ich mal wieder zurück. Oder ich, ja, vielleicht schaue ich auch so vielleicht einfach direkt hier hin. So, ich habe hier nämlich so verschiedene Schriftzüge, die ich in den, ich würde mal sagen, so vielleicht in den letzten 2-3 Jahren gestaltet. Genau, zum Beispiel So lebe ich, das ist ein Schriftzug. Cinemanix, genau, ich finde deine Arbeiten sehr schön, Rosa. Und vielen auch Dank. Pia sagt, sehr schön. Ja, genau, und ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, was soll ich noch erzählen über meine Arbeiten? Und Leon fragt, sind die Schriftarten selbst gestaltet? Ja. Genau. Und was ich eigentlich auch so schön finde, so nämlich an diesen Schriftzügen, dass man halt einfach so mega viele verschiedene Gefühle damit übertragen kann und damit ausdrücken kann. So. Und ja, das macht mir so viel Spaß. Und genau, das mache ich jetzt halt, wie gesagt, jetzt auch in den nächsten 12 Monaten. Und ich habe sozusagen nämlich auch schon ein bisschen mit meinem Projekt eigentlich auch schon ein bisschen gestartet. Das sieht man auch hier auf meinem Blog. Genau, zum Beispiel hier. Das war nämlich auch ein Schaufenster, das ich einfach bemalt habe. Und ich habe sozusagen in den Spiegel verkehrt, habe ich das bemalt. Also das war ein bisschen schwierig, so sozusagen das im Kopf umzudenken. Aber ja, genau. Das ist eine Sache.
Und hier habe ich noch ein anderes. Genau, das habe ich auch schon gemacht. Nein, wir hatten ein kleines. C'est de nouveau bon. Ja, Michael, der ist wieder da. Für einen Moment hatten wir ein kleines Problem mit dem Stream, aber es ist alles wieder bon. Das heißt gut auf Französisch. Bon. Tutto bene. Tutto bene. Okay. Okay. Avant, ça disait mauvais. Ça, c'est toujours comme ça. Okay. Ça, c'est green. C'est bon. Okay. Okay. Machen wir weiter. Beautiful. Okay, ja. Au revoir, Michael. Okay, Dennis fragt, wie machst du diesen Stil bei Blue Haze? Blue Haze? Wahrscheinlich meinst du nur diesen Schriftzug hier, ja, oder? Ja, das habe ich eigentlich einfach nur, geschrieben und dann, und dann in Pfade sozusagen umgewandelt im Illustrator. Und das ist es eigentlich schon. Also da habe ich eigentlich echt nicht viel gearbeitet, sondern einfach nur viele Male habe ich es natürlich nacheinander erstmal geschrieben, bis ich halt endlich mal einen Schriftzug hatte, so der insgesamt von der Optik her in Ordnung war. Danach habe ich den Schriftzug eingescannt, dann in Illustrator umgewandelt. Okay, das war's. Manuel sagt, yeah, Julia. Bist du Manuel? Ja. Okay. Und Thomas sagt, geniale Idee, um leerstehende Läden wieder attraktiv zu machen. Aber es sind nicht nur leerstehende Läden, oder? Nee, genau. Ja. Also es sind auch Geschäfte, also die wirklich Geschäfte sind. Also das ist schon auch meine Absicht. Und interessante Frage. Dirk fragt, warum handgemalt und nicht geplottet? Ja, bis jetzt habe ich es immer nur gemalt und habe mir jetzt aber so nämlich überlegt, dass ich es halt ab jetzt werde ich es schon so umsetzen mit diesen Folien. Ja, genau. Ist es besser? Also das funktioniert einfach viel schneller, weil ich halt dann, ich ja nämlich auch so das Ziel nämlich habe, später auch in verschiedene Städte das auch anzuwenden. Und natürlich ist es dann ein bisschen zu zeitaufwendig, das dann wirklich pro Geschäft immer spiegelverkehrt hinzumalen. Ja, ja, ja. Also das ist dann zu viel, genau. Deswegen, guter Punkt. Ja. Ab jetzt wird es mit Folienplots umgesetzt. Und was sagt, du schreibst nicht direkt in Illustrator? Nein, natürlich nicht. Ich male und schreibe sozusagen noch direkt in mein Skizzenbuch. Aha. Genau, aber das werdet ihr später auch sehen. Da hast du ein Skizzenbuch dabei? Ich habe ein Skizzenbuch. Und ich habe da drin auch schon eine Skizze, die ich dann später umwandeln werde. Jetzt fangen wir nämlich auf einem neuen Projekt an, in diesem vierten Slot vom ersten Tag von diesem Grafik- und Illustrations-Stream hier auf adobelive.com auf Deutsch. Das ist unser zweites Stream auf Deutsch. Mhm. Ja, ja, ja. Und ab September machen wir jeden Monat ein Stream auf Deutsch für 3 Tage. Ja, das wird spannend. Vielleicht kommt er ja auch zurück, wer weiß. ich habe euch gefragt, eben auf einem gemeinsamen Projekt zu arbeiten. Vielleicht wollt ihr schnell darüber reden, was ihr da vorhabt in diesen 3 Tagen. Wir haben uns überlegt, dass wir einfach Fotografie und Typografie vereinen in einer Art Plakat. Vielleicht werden es auch 2, müssen wir mal schauen, wie wir vorankommen. Auf jeden Fall werde ich zeigen, wie man Doppelbelichtungen in Photoshop macht und wie ich so mit Farben arbeite. Und rosa wird dann passend zur Thematik, die so eher in Richtung Natur und Wanderlust gehen wird, schön gezeichneten und dann in Pfade umgewandelten Schriftzug darüber packen. Sehr cool. Und wie fangen wir an? Wie funktioniert das jetzt?
Natürlich haben wir natürlich uns schon so ein bisschen besprochen und uns schon was überlegt. Genau, also ich habe zunächst einmal dieses Foto hier bekommen von ihr und ich habe mir dann eben irgendwie überlegt, wie man sowas noch schön illustrieren könnte mit einem schönen Schriftzug und habe dazu erst mit den Skizzen hier mal gucken wir mal, kannst du mir die GoPro rübergeben? Gucken wir mal schnell, ob ich da was... Ja, ich muss sie sowieso noch anschalten. Machen wir mal... Ach, weißt du... Den kurz ausmachen? Nein. Okay. Ist okay. Genau. Ups. Und das schaffe ich. Das heute haben wir ein Kabel zu wenig. Und... Gucken wir jetzt auf... Ah, sehr... Okay. So. Genau. So, ich habe erstmal... Soll ich selber halten? Ist okay. Ich habe erstmal damit hier gestartet. Das ist noch eine ziemlich schnelle Skizze gewesen. Moment. Genau. Danach habe ich dann so versucht, die Skizze so ein bisschen genauer zu machen. Und zum Schluss habe ich dann diese Skizze hier angefertigt. Genau, die Skizze, die ist jetzt auch schon eingescannt und habe ich schon auf meinem Computer vorbereitet. Und die habe ich... Okay, gehst du auf deinen Computer zurück? Musst du noch was zeigen? Das war's. Okay, cool. So. Genau, und ich habe dann einfach die Skizze über dieses Foto sozusagen drüber gelegt. Und genau. So, jetzt tue ich hier das ein bisschen absoften. Jetzt werde ich das ein bisschen absoften und hier einfach dann so Schritt für Schritt anfangen mit meinem Handlettering. Okay, und bei dir werden wir dieses Foto genau machen. Ich habe die Grunddateien mitgebracht, dass ich das mal zeigen kann, wie ich diesen Effekt hinbekommen habe. Und werde dann, kann aber auch gerne noch andere Doppelbelichtungen zeigen nebenbei, weil ich denke mal, dass Rosa bestimmt ein bisschen mehr Zeit mit der Type braucht und dann könnte ich nebenbei vielleicht noch ein, zwei andere Varianten zeigen, wie ich das mache. Okay. Und Ives Ries fragt gerade, ist noch eine alte Illustrator-Version? Auf deinem Computer. Ja, Rosa? Genau. Weil die Rosa... Wir haben einen neuen Computer bestellt. Genau, aber der ist leider noch nicht da. Der ist leider noch nicht da und deshalb arbeiten wir jetzt auf dem alten Computer. Aber ist okay. Ist okay. Ja, machen kannst du. Ja, arbeitet ja trotzdem, funktioniert ja trotzdem. Okay. Und genau, und dann zu dir zurück, da in Lightroom hast du die Bilder und die tun wir jetzt auch dann zusammen. Okay. Und ich fange einfach schon mal an parallel. Ja, okay. Und bleiben wir auf deinem Computer und ich mache hier an einen kleinen, gut weiter und ich tue hier noch eine kleine Kamera rein, wo man sieht, was Rosa macht. Jetzt sehen wir auf dem kleinen Bildschirm, was Rosa macht und auf dem großen Bildschirm, was du machst. Ja. Dann kannst du auch genau das gleiche machen mit Rosas Computer. Okay, so. Also was ich jetzt erstmal mache, ist, dass ich mir die beiden Dateien in Lightroom reingezogen habe und dass ich erstmal ungefähr einen einheitlichen Look herstelle und jetzt habe ich das eine schon mal so ein bisschen bearbeitet, das zweite
auch, obwohl ich gerade sehe, dass ich hier die Tiefen, die müssen ein bisschen aufgehellt werden und nicht so dunkel sein. So. Okay, damit man trotzdem noch so diese Nebelstimmung in dem Foto sieht. Und dann öffne ich mir die beiden in Photoshop. Mein Rechner ist auch nicht mehr der jüngste, deswegen. Aber Lenny McLovin sagt, wie sagte mein Designlehrer damals immer, der Designer kauft von sich einen richtigen Computer, Mac. Und ich habe immer noch Windows. Aber das stimmt heutzutage nicht mehr. Windows funktioniert super gut, auch mit Grafikprogrammen, oder? Ist schon gut. Ja. Solange du nicht auf Windows XP bist und eben das Ransomware in diesen letzten Tagen reinbekommen hast. Hast du das mitgekriegt, wie viele Computers geschlossen worden sind durch das Ransomware? Und da musst du 300 Euro zahlen, damit die den Computer wieder aufmachen. Huch? Ja. Okay. So, und dann habe ich jetzt hier die Version. Und werde das andere Foto drüber packen. Genau, und dann habe ich das, also weil wenn man sich das Foto anschaut, gibt es viele, die dachten, dass es eigentlich eine Spiegelung im See ist. Ja, so sieht es aus. Ja, und im Prinzip ist es aber eigentlich nur der Effekt, dass ich die Ebene auf Abdunkeln stelle von dem Foto, das ich drüber packe. Und dann quasi die dunkleren Bereiche über die hellen Bereiche hier in diesem Nebeldunst sich überlappen und dann diesen Effekt ergeben. Stassenbach Design fragt, welche Kamera benutzt du und sicherlich speicherst du im RAW-Format, oder? Ja, RAW auf jeden Fall. Und Kamera benutze ich die Canon EOS 5D Mark III. Genau. Mit Festbrennweiten und die Mark IV, mit der liebäuge ich schon so ein bisschen, aber bisher, solange noch nicht diese schlimme Fehlermeldung kommt, dass irgendwie der Verschluss nicht mehr geht, bleibe ich noch bei der Canon Mark III, genau. Und die ist eigentlich auch super für Videosachen und das möchte ich auch dieses Jahr ein bisschen mehr machen und mich da ausprobieren. Und deswegen wird die schon noch in Benutzung bleiben. So, und dann haben wir hier, ich habe es jetzt abgespeichert, haben wir jetzt die Version, die schon so ungefähr in die Richtung geht, die Rosa auf dem Desktop hat. Und was aber dort bei ihr noch der Fall ist, ist, dass es einfach ein bisschen kühler ist. Und ich habe mir die Finale. Ich guck gerade mal kurz. Die finale Version schaue ich mir noch mal kurz an. Dokumente, Bilder. Das bleibt spannend. Ja, die ist eigentlich wärmer. Okay. So. Und auch in der Sättigung noch ein bisschen stärker. So. Ja, Sören, und da bin ich einverstanden. Bitte keine Windows-Mark-Diskussion. Das ist kontraproduktiv. Ja, gucken wir lieber an, was Rosa und Julia da hier machen. Jetzt einfach noch ein bisschen in den Lichtern auch Wärme hinzugegeben und wird insgesamt noch ein kleines bisschen mehr Knack reingeben.
mit einer leichten S-Kurve in der Gradation. So. Und das ist im Prinzip eigentlich schon so ziemlich das finale Foto, an dem Rosa gerade arbeitet. Mhm. Wollen wir mal darüber gucken, was die Rosa gerade macht? Rosa, du bist auf dem großen Bildschirm. Ja. genau, wie man sieht, also ich habe mir hier, so vielleicht zeige ich das vielleicht so zum Start, ich habe mir da so sozusagen so hierhin noch so ein paar Linien hingemacht, damit ich mich, oder sieht man das? Ah, die sieht man nicht. Sieht ihr gar nicht. Okay, ja, ist auch nicht so wichtig. Genau, aber ich habe jetzt mal angefangen und gehe das jetzt einfach hier Schritt für Schritt. Kannst du die Hilfslinie vielleicht eine andere Farbe geben, schnell? Kann ich auch. Machen, nur, ja. Und nur damit der Chat sieht. Ah, genau, so, ja. Jetzt sieht man sie. Jetzt sieht man sie? Ja. Genau. Weil ich natürlich auch irgendwie versuchen muss, dass sozusagen so dieser Schriftzug, dass das alles miteinander stimmt, dass es alles so dieselbe Steigung hat und alles so dieselbe Schräge hat. Und das habe ich natürlich nicht so richtig irgendwie geschafft in meiner Skizze, aber möchte das natürlich jetzt natürlich richtig machen. Genau, deswegen habe ich die einfach so schnell mir hingezeichnet. Aber jetzt mache ich wieder zurück zur anderen Farbe, weil das mir zu hell oder zu intensiv ist, wenn ich die so sehe. Tue sie wieder sperren, die Ebenen, und genau, schreibe einfach wieder an meinem Schriftzug Schritt für Schritt weiter. Ach so, und ich habe mir davor habe ich mir auch schon mal so eine Schrift ausgesucht, die hier oben hinkommt, und habt ihr schon mal so hingesetzt, exemplarisch. Also das ist eine Schrift, die nicht du gezeichnet hast? Nee, die habe nicht ich, das ist eine Schrift. Okay. Genau, und hier unten sieht man nochmal das Foto, so zur Erinnerung, wie es dann später aussehen wird. Mhm. Gut. Okay. Ich sehe gerade, Pia hat zwei Fragen gestellt. Ja. Das war nochmal die erste. Also die erste ist... ob ich mit externer... Ja. Also an sich, bisher habe ich meistens zu Hause gearbeitet und da habe ich einen festen Rechner. Da habe ich nicht groß mit externer Festplatte gearbeitet. Und jetzt muss ich auch noch eine Lösung dafür finden, werde aber mit Sicherheit eine externe Festplatte verwenden, weil du einfach sehr schnell auf viel Datenvolumen kommst, wenn du im RAW-Format fotografierst. Mhm. Genau. Und aber dann geht das, also mit USB 3 ist das schnell genug, dass man auch mit RAW-Daten arbeiten kann. Die zweite Frage von Pia war, und wie bist du innerhalb Europa im WLAN-Netz, wenn du mit deinem Sprinter unterwegs bist? Also bisher, das ist eine gute Frage, ich überlege auch noch so ein bisschen, aber es gibt ja diese Router, die man sich kaufen kann, die ein eigenes Netzwerk aufbauen und wo man eine SIM-Karte reinstecken kann, und da bin ich noch auf der Suche, ob es irgendwie eine Variante gibt, dass es auch länderübergreifend funktioniert, weil ich relativ viele Länder durchfahren werde, oder ob es da irgendwie eine Variante gibt, dass ich es in allen Ländern irgendwie einheitlich habe. Und ansonsten geht halt immer noch, und das gibt es mittlerweile überall, irgendwie so Cafés, die einfach freies WLAN haben, wo ich mich reinsetzen kann, für den Fall der Fälle. Aber natürlich wird es auch passieren, dass ich mal ein paar Tage, und das hoffe ich auch, nicht in der Zivilisation bin und nicht durch Städte fahre. Mhm. Und dann werde ich bis dahin... Ja, so ein Ding so ein G4 Modem habe ich auch. Ah, weil bei mir zu Hause ist kein DSL und kein Kabel kommt hin. Okay. Und funktioniert nur mit der vom Nirgends. Ja. Funktioniert super gut. Okay. Ja. Dann werde ich wahrscheinlich auch diese Variante fahren, um dann wirklich täglich oder alle paar Tage
wissen zu lassen, wo ich bin. Okay. Okay, also das ist das Bild, auf dem die Rosa arbeitet. Mhm. Vielleicht können wir ein paar andere Beispiele machen. Ja, natürlich. Was wir machen könnten, ist aus diesen beiden Bildern, ich habe es mal hier unbearbeitet, und aus diesen eine Doppelbelichtung zu machen. Und es gibt ja verschiedene Varianten. Die, die Pia sagt gerade, wenn wir länger in einem Land sind, kaufen wir aus eine Prepaid-Karte und bauen Hotspot auf. Das klappt meist ganz gut. Okay. Ja, gute Idee, Pia. Ja, cool. In jedem Land, wo du bist. Obwohl in Europa sollte das Gesetz jetzt keine Roaming-Fees mehr. Also ja, Roaming sollte, ja. Ich weiß nicht, wann das anfängt, aber eigentlich sollte Roaming einfach frei, also genau dasselbe sein. Also es sollte kein Roaming mehr geben. Nein, das ist auch nicht richtig gesagt. Roaming, es ist ja Roaming, wenn du in ein anderes Land gehst, aber dann, dann sind nicht mehr diese super hohen Kosten dafür. Gesundheit. Danke. die Frage kam vorhin schon mal, glaube ich, von Creation. Wo hat es mir am besten gefallen? Auf dem Balkan? In Rumänien und Albanien. Obwohl ich auch die anderen Länder großartig fand, aber Rumänien hat mich total beeindruckt von der Natur und von der Gastfreundlichkeit der Leute einfach her. Es war wirklich sehr, sehr schön, und durch Transsilvanien zu fahren und durch die Städte, und da kam auch so ein bisschen, fing es an, der Gedanke so mit dem Mythischen, mit der Mythologie, weil da strotzt es nur so vor mystischen Orten und Dracula und so. Ja. Genau, und Albanien fand ich auch wunderschön und besteht halt zu 75% aus Hochgebirge und ist dementsprechend einfach, also ich, die Kombi aus Meer und Berge finde ich perfekt, und das hat man in Albanien an so vielen Stellen, dass du am Meer bist und aber auch unglaublich schnell in den Bergen. Warst du auch in Montenegro? In Montenegro war ich auch und das war auch sehr malerisch schön, auf jeden Fall. Und also ich bin quasi von Deutschland, durch Polen, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Montenegro, Albanien. Irgendwas fehlt noch dazwischen. Landkarte angucken. Ja, ich hab's so im Kopf. Und Kroatien natürlich, und dann Slowenien, Österreich und dann wieder zurück, weil ich irgendwann auch wieder zu Hause sein musste und arbeiten musste. Genau, ja. Ja, Asenauer sagt, das Problem ist immer die Schnelligkeit des WLANs. Daher ist es gut, vor Ort sich regional dem schnellsten Anbieter zu suchen. Sonst kann es sein, man hat eine Verbindung, aber eine langsame. Okay. Auch gutes Feedback. Ja, ja. Okay, dann ich werde mir auch in diesem Jahr mehr Zeit nehmen, um länger an Orten zu sein, und wahrscheinlich ist dann schon die praktische Variante, wenn ich mir einen Anbieter vor Ort suche. Und Sabi, die war es auf schon den ganzen Tag hier, Sabi. Gewisse Leute im Chat sind den ganzen Tag schon hier. Okay. Aber macht es Sinn, Lightroom zu benutzen? Hab's bisher immer alles über Photoshop mit Kamera RAW gemacht. Hab auch immer nur minimal etwas verändert in meinen Fotos. Okay. Ja, was? Ich finde Lightroom super, weil ich einfach klar kann ich auch in Camera Raw irgendwie einen einheitlichen Look schaffen, aber trotzdem gibt es mehr Einstellungsmöglichkeiten, um die verschiedenen Farbkanäle zu steuern, und das finde ich schon super an Lightroom. Und gleichzeitig du kannst halt nicht nur diese Bearbeitung machen, sondern hast auch, und das finde ich auch gut, irgendwie hier die Übersicht. Jetzt habe ich gerade nur einen neuen Katalog eröffnet, aber an sich finde ich es auch gut, um eine Übersicht der Ordner zu haben, wo die Dateien liegen. Also es ist irgendwie für mich fast so ein Mix aus Dateiverwaltung, Dateibearbeitung und
Ja, ich glaube, das ist dann so eine gute Erklärung. Ja. Ja. Lightroom ist also, ja, natürlich kann man alles, was du da sagst mit Luminanz und Farben, das kann man alles mit dem Camera Raw in Photoshop machen. Ja. Aber was wichtig ist mit Lightroom ist, dass man wirklich durch hunderte von Bildern ganz schnell durchgehen kann, bearbeiten kann, auch mehrere Bilder gleichzeitig modifizieren. Das kann man in Photoshop natürlich nicht. Ja. Und was ich halt auch super finde, ist, dass du einfach dich ausprobieren kannst und halt virtuelle Kopien erstellst, die halt keinen Speicherplatz einnehmen und du verschiedene Looks ausprobieren kannst. Was ja, das ist das Coole nämlich, weil alle Modifizierungen, die du machst da auf dem Bild, das sind alles eigentlich Metadateien, die dann die Effekte oder die Änderungen auf das Bild tun. Das ist nicht eine Kopie vom Bild, es ist auch eine neue Metadatei. No. Und Lenny fragt, hast du eventuell einen Tipp, wie man in Landschaften gut einfangen kann? Stativ, Langzeit, große Blende? Ja, das kommt das ganz... Sind so viele Fragen. Das, ja. Ist, das kommt so ein bisschen drauf an, was man, wie man es einfangen möchte. Also ich versuche meistens so die Weite einer Landschaft einzufangen und das lässt sich gut machen, indem man Proportionen hat, um einfach zu sehen, okay, der Baum ist so groß verglichen zu dem Berg. Klingt jetzt ein bisschen flach. Aber im Prinzip, was ich gerne mache, ist, dass ich mit einem Tele fotografiere, was viele vielleicht nicht denken würden, weil man erstmal denkt, okay, ich nehme Weitwinkel und fotografiere die ganze Landschaft in der Gänze, aber meiner Meinung nach kann man das ziemlich gut auch mit einem Tele machen, indem du dir ein Stück dieser Landschaft, ein Detail raussuchst und das mit einem Tele fotografierst. Und ansonsten offene Blende, nee, das wird bei Landschaften, braucht es die offene Blende nicht, weil der Fokuspunkt meistens eh im Unendlichen liegt und da brauchst du nicht unbedingt die extrem offene Blende. Außer man arbeitet mit einem Vordergrund und will den extrem blurry haben, dann ist eine offene Blende natürlich gut. Und Belichtungszeit, das kommt auch drauf an, was man für einen Effekt haben möchte. Wenn ich jetzt bei dem Foto eine extrem lange Belichtungszeit genommen hätte, dann wären halt die Wolken eher gefadet, als dass sie irgendwie so knackig dort gewesen wären. Also das kommt tatsächlich auf die Aussage an, die man gerne hätte. Ja. Okay, gehen wir mal dann drüber zu Rosa und gucken, was da passiert. Genau. Ja. Jetzt ist schon mal so ein Stückchen, habe ich schon irgendwie geschafft, aber natürlich funktioniert das nicht so super schnell. Naja, du brauchst auch nicht schnell zu sein. Genau, aber es ist ja noch eine Stunde Zeit. Absolut. Genau. Wie man sieht. Natürlich versuche ich natürlich immer mit meinen Faden natürlich, dass es halt nicht auf einmal irgendwo total abgehakt ist oder so einfach nicht schön ist, sondern versuche einfach möglichst immer das optisch möglichst angenehm umzusetzen. Okay. Okay, wir lassen dich weiterklicken. Weiter click and drag. Wie sagt man drag auf Deutsch? Drag. Click and drag. Ziehen. Klicken und ziehen. Und voran geht's. Und das sind noch andere Fragen über. Was ist deine Lieblingslinse? 24, 35, 50? Am liebsten 50. So wie es halt das menschliche Auge sehen würde. Ja. Genau, und davor war auch irgendwie die Frage mit, hatte ich noch gesehen, wie ich das finanziere? Und ja, die Antwort ist, dass man halt, wenn du im Sprinter unterwegs bist, eigentlich geringe Kosten hast. Also was am meisten kostet, ist halt der Sprit. Und ich bin jetzt nicht so jemand, der irgendwie groß Luxus braucht. Und deswegen reicht es mir auch, wenn ich mich dann irgendwie im Bergfluss
wasche. Und Essen, wenn man irgendwie so in der Balkan-Gegend zum Beispiel, da gibt es so viele Obst- und Gemüsestände an den Straßenrändern und dann habe ich mich da einfach bedient und Sachen gekauft und ja, das ist wirklich günstiger als man denkt. Also klar, die Anschaffung eines Sprinters ist teurer und den irgendwie auszubauen, aber die Reise an sich dann hat hauptsächlich mit Spritkosten zu tun. Und so Kosten hätte man ja auch, wenn man irgendwo hinfliegt und irgendwo eine Übernachtung haben wollen würde. Und Next Life sagt, Rosa, bitte benutzt den Pinselwerkzeug. Aber wieso? Wieso? Ja, genau. Weil ich glaube, das ist viel, viel präziser. Da hat Rosa nachher viel mehr, Kontrolle über wie die Sachen gehen. Ja, genau. Es geht vielleicht schneller, Next Life, aber ist nicht unbedingt das beste Tool hier im Moment. Gehen wir runter. Würde das Nachzeichnen genauso in Photoshop gehen? Ja, Jörg, natürlich würde das Nachzeichnen genauso auch in Photoshop gehen, aber in Illustrator haben wir dann eben viel, viel besseres, besseren Zugang zu den Vektordatei. Dann, ich weiß nicht, was du dann mit den Buchstaben machst, ob du die Linien größer, kleiner machst oder. Ja, zum Schluss schaue ich halt einfach nochmal drüber und solange ich irgendwie so mit einer bestimmten, zum Beispiel so mit einem bestimmten Pfad noch nicht so richtig zufrieden bin, muss ich den einfach nochmal anpacken, nochmal abändern. Mhm. Und das ist ja unmöglich in Photoshop. Da ist es ja so, dass man einmal das gestaltet hat und dann nicht mehr umwandeln kann. Die Pia ist ganz interessiert. Bist du alleine unterwegs? Ja, meistens. Ja. Also letztes Jahr beim Balkan zum Beispiel war ich 5,5 Wochen unterwegs und hatte davon die ersten 5 Tage eine Freundin dabei und in der vorletzten Woche nochmal 5 Tage. Mhm. Aber ansonsten bin ich sehr gerne allein unterwegs. Mhm. Ja, weil Zen. Genau, ja. Man kann so sein fahren, wo man hin möchte. Man hat keine Kompromisse, die man eingeht. Mhm. Und ich glaube, es tut auch mal ganz gut, sich aus allem Sozialen rauszubewegen und ein bisschen allein zu sein. JN Design Media sagt, Julia und Rosa, so ein Team ist schon praktisch. Gute gegenseitige Ergänzung. Ja. Das ist auch ganz nur das erste Mal, dass ihr was zusammen macht. Ja, ja, war eigentlich voll gut. Ja. Ja. Voll funktioniert gut. So. Oh, Peter Wobel sagt, ich bin auch Beastblind, aber by the way, tolle Bilder und super Typo. So viele Fragen in Minuten beantwortet bekommen. Ja, Next Life, dafür sind wir hier. Oh, Lenny, ja, noch eine Stunde, dann ist Feierabend. Ja, weil, weißt du, in den englischen Streams, da machen wir von 4 Uhr nachmittags bis Mitternacht. Okay. So, das ist dann auch, wenn wir hier in Paris arbeiten. Sonst natürlich in San Francisco gestern von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags, aber wenn wir hier aus Paris streamen, geht es von 4 Uhr bis Mitternacht und dann sind ganz, ganz viele, die im Chat auch heute dabei sind, die wollen dann immer ins Bett gehen, aber können einfach nicht. Wir müssen weiter gucken. Sehr schön. So, jetzt gehen wir auf die andere Seite. Ah, ihr wisst, keine Macarons für die Gäste heute? Na, vielleicht morgen. Habt ihr Macarons gern? Ja, wir haben vorhin einen Kaffee zusammen getrunken. Ah, beim Trocadero. Genau. Bei Carette? Ja, genau. Oh, ja, da. Aber das war ein teurer Kaffee. Ja, das war ein sehr teurer. Wir waren in dem aber ein guter. Es war ein guter. Und in einem originalen Pariser Keramiktässchen serviert. Ja, ja. Mhm. Ja, aber genau, und die hatten auch Macarons in der Auslage. Mhm. Und wir hatten auch Lust, die eigentlich zu probieren, aber irgendwie war es. Hat dann doch alles ein bisschen zu viel. Ja.
Aber dieser Kaffee. Und das möchte ich. Ja, das war echt ein bisschen. Ah, die Pia sagt, okay, ich frage nur, weil mein Mann und ich auch mit Wohnmobil in Balkan unterwegs waren und ich hätte alleine mich nicht immer wohl gefühlt. Ah. Ja. Nö, ja, das ging. Also okay. Klar, und man muss einfach immer auf sein Bauchgefühl hören, glaube ich. Und wenn man das macht, dann begibt man sich auch nicht unbedingt in Situationen, die jetzt irgendwie problematisch sind. Ja. Ja. Oh, da ist schon das zweite Bild drauf. Genau, ich bin schon dabei, eine zweite Doppelbelichtung zu machen und kann hier jetzt auch mal zeigen, wie so der Effekt sich verändert. Mit dem Bild, was man drüber legt, also die zweite Ebene, die man drüber legt, um den analogen Doppelbelichtungseffekt zu bekommen, erhält man mit negativ multiplizieren. Ist das das Einzige? Also es geht auch... Ich habe nie die Ahnung, was... Naja, es muss immer durch alle gehen. Ja, also negativ multiplizieren funktioniert am besten. Du kannst aber auch andere Varianten wählen, die einen Effekt hervorbringen, zum Beispiel also aufhellen ist auf jeden Fall vom Kontrast her stärker als jetzt negativ multiplizieren, aber ich für meinen Teil mache es halt immer mit negativ multiplizieren, weil ich die Logik dahinter ganz gut verstehe, weil das Foto, was du dann drüber legst, orientiert sich halt an den Helligkeitsstufen, die du in der Vorlage darunter hast. Und hier in dem Fall hat man noch so ein bisschen Zeichnungen in den helleren Bereichen, auch wenn die Lichter schon ziemlich stark sind. Und ich kann mal zeigen, was sich einfach verändert, wenn ich die Lichter runterziehe und das eher so in einen Graubereich, ein mittleres Grau ziehe und dann die Variante mit negativ multiplizieren überlappe, dann hast du halt den Effekt, dass du das andere Bild, was du drüber liegst, noch siehst. Wenn du das aber ausstellst, siehst du halt, dass halt in den Lichtern, wenn die so hell sind, das Foto darüber nicht mehr sichtbar ist. Genau. Und Herr Malwurf ist auch einer, der fast allen Streams aktiv ist. Ist gerade von der Schule heimgekommen und ist schon fast schon vorbei. Ja, noch eine Stunde sind wir hier, Herr Malwurf. Und frohen Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. alle im Chat, dem Herrn Malwurf, frohen Geburtstag. Ja. Ja, die Mischmodi sind ein Segen in Photoshop, ja. Definitiv. Die hat man ja natürlich auch in Illustrator und in InDesign. Ja. Genau. Mal schon. Ja, Next Live bis morgen, wenn wir es weggehen müssen. Und für alle, die im Chat sind, natürlich ist das der erste Tag von unserer 3-Tage-Extravaganza über Grafikdesign und Illustration hier auf adobelive.com. Also das ist Tag 1 und morgen sind wir wieder hier und übermorgen auch. Also ja, wenn ihr gehen müsst, kommt bitte morgen wieder zurück. Jetzt sagen alles Gute, Maulwurf. Okay. Ja, das sind viele Glückwünsche. Frage an Julia. Veröffentlichst du deine Bilder nur online oder druckst du sie auch? Wenn ja, gibt es bestimmtes Papier, was du bevorzugst? Das ist von Nina Chang. Ja, der Großteil ist tatsächlich bleibt digital, obwohl ich mir das aneignen möchte, dass ich auch mir so eine Box mit meinen liebsten Fotos als Drucke speichere. Weil wenn irgendwie alle Backups und alles versagen, dann hat man im Endeffekt ja wirklich nichts. Deswegen will ich das schon mal machen. Bisher habe ich eigentlich nur immer Fotobücher gemacht von den Reisen, die ich gemacht habe, weil ich finde, dass man sich, wenn man einfach nur so die Bilddateien hat, dann schaut man sich die Fotos im Nachhinein nicht mehr groß an. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, dass ich Fotobücher mache. Ja. Und die lasse ich bei Saal digital drucken in gebundener Form. Da gibt es verschiedene Qualitätsstufen und
Das finde ich super. Ja, da lasse ich das machen. Und da kann ich halt mein eigenes schlichtes Layout reinbringen. Das ist nicht so, dass du da so Layouts hast, die dann irgendwie so mit hier schräg, da schräg, Schlagschatten und der Text drüber und noch so ein bisschen Feenstaub. Sondern da kann man sich das wirklich so machen, wie man möchte. Ja. Und was denkt ihr im Chat? Es ist Zeit für einen Giveaway. Was denkt ihr beide? Ja. Ich glaube, ja. Ja, ein Giveaway. Ja. Ein Jahr Creative Cloud Giveaway. Wollt ihr das? Thomas sagt, hallo Pfadfinder Rosa. Hallo Thomas. Aber die, machst du die Fotobücher aus Lightroom oder druckst du einfach die... Das ist ein Service, den sie quasi mit anbieten, dass man, man lädt eine Software runter und kann aber dort eigentlich ganz simpel sich die eigenen Seiten anlegen. Genau. Und dann weiß ich einfach, okay, das wird alles im Druck stimmen. Ja, genau, von daher. Okay, ich schon mal Nightbot aufwachen. Nightbot ist unser Roboter, unser Bot. Nightbot hilft uns, einen Gewinner aus dem Chat rauszuholen. Und meine Frage ist, bitte nicht antworten. Okay. Wie heißt das Programm, das wir bei Adobe haben, wo Rosa und Julia jetzt für ein Jahr mitmachen? Nicht so schwer. Nein. Ich tue auch ein Spamfilter drauf. Nicht mehr als dreimal die Antwort, bitte. Sonst werdet ihr rausgeschmissen. Oh, Jakob Kammermeier. Grüße an meine Sis Rosa. Hallo Jakob. Ah, Thomas, das ist interessant. Evil Series. Tim, kannst du gucken, ob du Julias und Rosas oder du die Behance Portfolios? Okay, sehr schon gute Antworten. Manche mit vertippt, aber. Wow, sind da viele da. Das geht ab. Wahnsinn. Ja. Sehr gut, die passen ja auf. Ja. Aber dann passiert es natürlich auch, diejenigen, die gerade reingekommen sind, oh, Giveaway, okay, was ist das? Okay, Copy-Paste die Antwort. Ja, ne, jetzt ist es einfach. Ja. Wow, okay. Also, Nightbot. Wir haben schon mehr als 77... Richtige, oh wow, das geht ja schnell hier. Okay, Nightbot. Das ist ein Button, das sagt Roll it. Okay, und Nightbot wird jetzt automatisch jemanden von den richtigen Antworten auswählen. Boom. Und es ist ARCito. ARCito. Okay, das, also du bist jetzt da im Chat irgendwo. ARCito. Und ARCito, was ich brauche. Foto, Webdesign, has won the giveaway. Also ARCito, ich muss einen Twitter-Handle von dir kriegen, damit ich dich in den nächsten Tagen kontaktieren kann. Glückwunsch, dass du ein Jahr Adobe Creative Cloud gewonnen hast. Super. Was habe ich gewonnen? Ja, ARCito. Ah, Nightbot. Unser lieber Nightbot. Hat gerade jemand glücklich gemacht.
Also Ayacito, ich brauche einen Twitter-Handle von dir, also einen Twitter-Namen, den wo ich dich kontaktieren kann. Wow, ja, wie geil ist das denn? Sagt Ayacito. Hast du mehr Luft? Nein, es ist ganz schön trockene Luft. Hast du zu trinken? Ja, das wäre gut. Wasser? Okay. Und ein Schluck Wasser. Oh, ich würde auch gern. Ah, ich bin okay, danke. Ah, ja, natürlich. Ja, ja, ja. Ah, du hast kein Twitter. Wie können wir das machen? Hast du ein Instagram, Ayacito? Ich muss irgendeinen, muss in der Lage sein, dich zu kontaktieren. Ich brauche dann Informationen von dir, damit wir dir dein Jahr Creative Cloud schicken können. Das war spannend. Ja, die richtige Antwort war natürlich Dankeschön. Adobe Creative Residency 2017-18. Wie habt ihr euch gefühlt, als der Anruf kam? Oder war es ein E-Mail? Wie kam? Wie passierte es? Ein E-Mail? Gern du zuerst. Ja. War das? Das war ein Telefonat. Telefonat? Okay. Ja, und ich habe mich, so ich hab's niemals irgendwie gedacht, dass ich das wirklich bekomme und habe mich natürlich absolut gefreut. Ich habe erstmal so ein bisschen geschrien und bin so ein bisschen, ja, das war echt abgefahren. Genau. Ja. Mich so ein Teil darüber gefreut. Cool. Ja, wahrscheinlich auch. Bei mir was ähnlich genau, es war ein Anruf, aber ich musste mich noch zurückhalten, eigentlich mit der Freude, weil ich an dem Tag bei der Arbeit war noch. Und er hatte morgens spontan eine E-Mail bekommen, dass es Good News gibt. Mhm. Und ob ich an dem Tag skypen kann. Ah, okay. Mit der Zeitverschiebung war es dann, ich weiß gar nicht, 16 Uhr bei mir, genau, und dann hatte ich das... Du musstest den ganzen Tag warten. Genau, ich musste den ganzen Tag warten und war an sich noch bei der Arbeit und musste mir einen ruhigen Raum suchen und musste dann aber ziemlich ruhig sein, weil ich nicht, ich konnte dann nicht vor Freude fliegen oder schreien, weil ich eigentlich noch nebenan meinen Chef hatte, der natürlich von dem Ganzen noch nichts wusste und dann habe ich mich verhalten, aber doch sehr gefreut und hab das dann natürlich danach irgendwie meinem Chef erzählt und dann, ging das die Runde, aber das war aufregend, definitiv. Okay, Ayacito, ich habe das Instagram, ich versuche da dich da zu kontaktieren, okay? Du hast einfach weitergearbeitet? Genau, ich habe einfach mal noch eine Belichtungsvariante ausprobiert. Und wenn du die Fotos machst, hast du schon die Idee, was du damit machen möchtest? Oder diese Doppelbelichtungen? Das ist ein Mix. Ich habe jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr so viel gemacht, sondern wenn, dann eher so Sachen, die in die Richtung gingen. Und das, was ich davor gezeigt hatte, also das hier, das ist schon ein bisschen älter, die Silhouette und auch die Aufnahme hier, weil ich so ein 100-Tage-Projekt gemacht habe vor 3 Jahren. Da bin ich so ein bisschen stagniert in der Fotografie und habe gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwie mich dazu zwingen, jeden Tag was zu produzieren, und habe dann dieses 100-Tage-Projekt gemacht, und dann wurde das so ein bisschen eine Selbstporträtreihe, weil ich nicht jeden Tag jemanden fotografieren konnte. Und deswegen ist es so ein Mix aus Sachen gewesen, die ich irgendwie schon im Kopf hatte, und dann aber auch einfach der Fundus aus,
Porträtaufnahmen und Strukturen oder Landschaften. Ja. Herr Winters hat eine Frage, sorry, nochmal eine technische Frage. Können Lightroom-Entwicklungen eigentlich direkt in InDesign platziert werden? In Bridge entwickelte Daten ja leider nicht, da brauchst du einen Umweg. Ja, auch in Lightroom, weil InDesign kann natürlich nicht RAW-Dateien platzieren. Deshalb muss es entweder eine Photoshop-Datei sein, am besten eine Photoshop-Datei. Und dann mit diese Photoshop-Datei kann dann in InDesign reingeholt werden. Love Joe, Twitter nutzt doch keine Mensch mehr. Das stimmt nicht. und Ibis Series, doch klar, Love Joe, für Creative Cloud Giveaways natürlich. Naja, also einen besseren Weg finden wir bestimmt. Rosa. Ja. Was machst du? Ich bin jetzt auf deinem Screen. Ja, ich bin noch immer so ein bisschen an diesen ganzen Faden und schaue jetzt so nämlich, ob ich insgesamt damit erstmal zufrieden bin oder noch nicht. Genau, so zum Beispiel da mit der Ecke da unten bin ich noch nicht happy. Die muss ich noch ein bisschen anpassen, die ist ein bisschen zu eckig. Das mache ich so ein bisschen runter. Damit dieser Schwung sozusagen noch ein bisschen mehr drin ist. Genau, und schaue natürlich auch, dass es so ungefähr so in der richtigen Schräge alles ist. Das habe ich jetzt zum Beispiel hier, das ist noch nicht ganz richtig. Das sieht eigentlich immer nicht gut aus. Zusätzlichen Ankerpunkt hin, damit ich das besser steuern kann. Schiebe den ein bisschen weiter runter. Ziehe den noch ein bisschen weiter runter. Hast du auch die Regel von den 90 Grad Fäden? Also die. Hast du keine Regel? Ich habe viele Lettering Artists gesehen, die, die auch mit solchen Fäden alle Bézier-Kurven sind 90 Grad. Als Regel. Kann es dir gar nicht genau sagen. Vielleicht mache ich es intuitiv so. Nein, die sind schräg. Ach so, nee, ich glaube, dann vielleicht nicht. Vielleicht mache ich es auch nicht richtig. Ja. Aber vielleicht habe ich auch einfach meine eigene Technik. Genau, aber ja, ich glaube, noch mache ich so ganz. Jetzt wird es besser. Ja, und ich muss auch dazu sagen, also normalerweise mache ich sowas eigentlich stundenlang und sitze da stundenlang davor und verschiebe meine ganzen Parte so, bis sie für mich richtig sind. Ja. Genau, und das funktioniert jetzt gerade natürlich nicht so, aber ich versuche mein Bestes. The Real Mr. Rock. Ich versuch's nochmal. Julia, nimmst du für deine Porträts auch einen 50mm oder lieber ein anderes Objektiv? Für Porträts nehme ich gern 85mm. Genau. Ich habe das von Canon 85 Blende 1.8. Das finde ich super. Ja. Ziemlich knackig scharf und bei 50mm, wenn du zu dicht rangehst, gibt es halt schon auch leichte Verzerrung. Und da finde ich das Porträt, das 85er für Porträts, ein bisschen schöner. Und Daniel, es freut mich, dass du, dass wir dich ablenken können. Und mach's gut. Jane, Design Media sagt, wenn man die Zeit hat für die Details, ist das wirklich eine erfüllende Arbeit. Realität ist leider allzu oft schnell und günstig und gut. Nein. Schnell und günstig und gut, das kann nicht koexistieren. Entweder schnell und günstig
aber gut nicht. Finde ich auch, ja. Ja. Vielleicht kann ich das morgen zeigen. Morgen haben wir wieder ein Kabel, da können wir zwischen den drei Computern rumarbeiten. Mit die 90-Grad-Regel, sagte Loftschko. Peter sagt, da bin ich beruhigt, weil ich genauso wie du mit den Pfaden kämpfe, Rosa. Naja, Faden. Faden machen, das hat so viel mit Praxis zu tun. Halt, practice makes perfect. Ja, JN Design Media, aber der Kunde will es natürlich, dass es schnell, günstig und und schön ist, aber naja, vielleicht am Anfang der Karriere, aber nicht so lange, nicht zu lang machen. Ich habe ziemlich schnell angefangen, toxische Kunden abzulehnen. Und dann wird das Leben komplizierter, aber wirklich, ich glaube, das Wichtigste ist zu machen, was man gern hat und wie man es will. Und das kann nicht immer schnell und günstig und schön sein. Ja, Evil Series. Übung macht den Meister. Ja. Ah, und die Frau sagt, schnell, günstig ist relativ, gut sollte aber immer sein. Interessantes Konzept. Ja, Tanja, die Videos kann man auch später angucken. Da auf adobelive.com gibt es einen Button unten, der sagt Replays, und da sind die Replays für noch ein paar Tage, und dann sind natürlich alle Replays auch auf dem deutschen Adobe YouTube-Kanal. Für immer. Da könnt ihr dann in einem Jahr gucken, wie war es an meinem ersten Tag Creative Residency. Oh ja. 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 Erster offizieller Tag. So. Ich nehme mal mein Grafiktablett. Huch, was ist denn hier passiert? Was ist da passiert? Ich weiß auch nicht, das ist ein bisschen. Ist das? Vielleicht ist das ein bisschen vom Croissant. Ah, vom Croissant, ja. Vom Croissant, okay. Und die Croissant auf die Tablette. Ja, ein bisschen. Warte mal ganz kurz. So. Ja, lass mal kurz reinmachen. So, okay. Ich glaube. Gibt es ein Taschentuch hier? Zufällig. Ja, das finden wir dir. Oder. Rebecca, draußen ist dann ein ganzes Kleenex-Schachteln und so. Dankeschön. Nicht, weil ich emotional bin. Weißt du was? Ich habe was für dich. Ich habe auch Feuchte. Okay. Sieht so aus. Image Results ist auch eine gute Meinung. Meiner Meinung nach kann man nur so gut sein, wie einem Zeit und Budget zur Verfügung steht. Besser geht immer, aber man muss innerhalb eines bestimmten Zeitplans so gut wie möglich sein. Das immer. Immer das Beste von sich selbst geben. Ja.
Warum bevorzugst du es, die Pfade mit der Maus statt mit dem Tablett zu machen? Ja, ich habe es einfach noch nie anders irgendwie gemacht. Ich habe es schon immer so gemacht. Movie und live mit Bulele Sela. Was war nochmal die Frage? Ich habe es auch vergessen. Warum bevorzugst du die Pfade mit der Maus statt mit dem Tablett zu machen? Ich habe das einfach schon immer so gemacht und habe mir das so angeeignet. Deswegen habe ich es auch aktuell noch so, aber vielleicht werde ich auch mal was anderes ausprobieren. Ja. Und vielleicht jetzt in den nächsten 12 Monaten, solange ich mich ja dann richtig auf das alles fokussiere. Vielleicht werde ich da mal was anderes ausprobieren. Okay. Nina-chan fragt dich, liebe Rosa, könntest du ein bisschen erklären, was du gerade machst und was du dir dabei denkst? Genau, also ich habe jetzt diese Pfade, Schritt für Schritt habe ich die gezogen. Genau, jetzt mache ich hier noch überall an die ganzen Pfade, abgerundete Ecken, weil ich das optisch persönlich schöner finde und auch an den Ecken, also die Ecken sind abgerundet und die Abschlüsse sind abgerundet und ich habe das jetzt, die Strichstärke habe ich jetzt um einen Punkt hochgesetzt und überlege gerade noch, ob ich den noch einen Punkt hochsetze, damit man das, die Schrift noch ein bisschen besser sieht, aber eigentlich hat es mir davor besser gefallen. Es ist noch eine schnelle Frage von Annie Gipsy. Annie Gipsy, hast du das Grid selber gemacht oder gibt es das so? Nee, das habe ich selber erstellt. Ist ganz leicht eben diese Linien zu machen und dann die auszuwählen und dann einfach sagen, mach aus diesen Linien einen Guide. Oder wie sagt, wer heißt das auf Deutsch? Nee, ich habe das eigentlich einfach... Das sind keine Guides, sind einfach Linien. Ja, genau, okay. Ich habe da einfach so ein paar, wie man hier sieht, ich kann sie ja nochmal kurz farbig machen, damit ihr sie seht. Genau, also habe das einfach, jetzt hat sie Schrift mitgenommen, habe das einfach schnell mir so angelegt. Das funktioniert dann eigentlich nämlich auch ganz schnell. Ich kann das auch kurz euch zeigen. Und zwar, ich mache mir einfach schnell eine Schräge, die ich dann ab für C, dann ab für V, steht so das. Dann genau dasselbe ab für C, V und natürlich hier viele nebeneinander einfach hinsetze. Und danach mache ich dann hier oben den Abstand, dass der Abstand stimmt und dass sie alle auf einer Höhe sind. Den oben ausrichten und den horizontal zentriert und dann habe ich da mein eigenes Raster. Oh, Sebastian Ufczak ist hier. Danke, dass du auch mitguckst und hat gerade gesagt, Guides sind Hilfslinien, natürlich. Ja. Der Sebastian war auch mit uns auf dem ersten deutschen Stream. Ja. War da und, und der Sebastian kennt mein schlechtes Deutsch auch gut. Ja, der hat mich übrigens früher mal unterrichtet an der Hochschule Augsburg. Sebastian, hörst du das? Du hast der Rosa unterrichtet. An der welcher Schule? In Augsburg Hochschule. In Augsburg Hochschule. Wow. Genau, was mache ich jetzt? So eine kleine Welt. Genau, so jetzt versuche ich einfach noch ein bisschen auf die Abstände ein bisschen schöner einzurichten. Weil man ja gerade, so er nämlich noch sieht, dass ja hier noch so ein bisschen viel frei ist, aber hier so alles ein bisschen eng und gedrückt. Thank you.
Ah, Sebastian erinnert sich. Er sagt, ja, ich weiß. Nein, Croatian Creation. Evil droht nicht den Rauswurf. Evil wirft raus. Wenn es nötig ist. Ich habe nur einmal nicht mehr rausgeworfen, ich habe einen blockiert. Für 6 Minuten. Konnte nichts mehr sagen im Chat. Okay, Johannes, Rauch. Was kommt morgen? Natürlich kann ich einen Vorausblick machen. Alle Informationen ist auch auf dem AdobeLive.com Webseite. Da ist ein Button, das heißt Schedule. Also das ist das Programm. Und da sehen wir, dass morgen fängt es wieder an mit Andreas Preis. Der arbeitet weiter auf seine Illustration, die er ganz auf dem iPad macht. In Adobe Photoshop Sketch und in Adobe Illustrator Draw. Der zeichnet weiter. Das ist eine Illustration von einem French Bulldog. Gibt es das auch auf Deutsch? Ein französischer Bulle? Bulldogge, okay. Ein französischer Bulldogge. Ganz, ganz spannend und das wird eine sehr, sehr schöne Illustration. Das ist von 10 Uhr bis 12 Uhr. Und dann geht es weiter mit Julia Zieger, eine Grafikdesignerin aus Magdeburg. Das ist für mich schwierig, ich war noch nie in Magdeburg. Ich erinnere mich an alle Orte, wo ich war, aber Magdeburg war ich noch nie. Aus Magdeburg und heute haben wir ein sehr cooles Flyer gemacht für ein fiktives Projekt, die Mähschweinchen. Ja, und wenn ihr auf Twitter kommt, auf dem Hashtag Adobe Live, da ist es auch die Mähschweinchen. Und morgen arbeitet Julia von 12 bis 2 Uhr nachmittags auf einem Packaging. Das wird auch super spannend. Und dann kommt wieder Dennis Schuster, den wir auch als Dexter the Weird kennen. Der kommt zurück und macht weiter auf seiner Illustration. Okay, auf seiner mexikanischen Illustration. Das ist auch eine, die wird auch super schön. Das sind wirklich, wirklich, wirklich schöne Arbeiten werden hier gemacht in diesem Stream. Und dann von 4 Uhr bis 6 Uhr sind wieder Julia und Rosa dabei und arbeiten dann auf einem neuen Fotografie- und Handlettering-Projekt. Und dann natürlich am Donnerstag ist der dritte Tag und wieder dasselbe Programm mit Andreas, Julia, Dennis und Julia und Rosa. Und auf adobelive.com ist auch ein Button unten, das heißt Get the Template. Und da könnt ihr ein Illustrator-File runterladen, das ist ein Template, aufmachen. Und in diesem Illustrator-File habe ich auch die Regeln für dieses Giveaway reingeschrieben. Und eigentlich, was ich euch frage, ist, das Template aufzumachen. Ist ein ziemlich flaches Infografik ohne Farben, alles grau. Und ich möchte, dass ihr eben dieses Infografik schöner macht mit Farben, mit schöner Typografie und auch ein paar Ideen über was Design im Jahr 2020 für euch ist, ob das jetzt durch die Programme ist, was die Programme vielleicht machen im Jahr 2020, um euch zu helfen, kreativ zu sein oder eben generell Design im Jahr 2020. Und dann eben das Resultat, also das, die Infografik dann teilen auf Twitter mit dem Hashtag oder Twitter oder Instagram. Für diejenigen von euch, die kein Twitter haben und kein Twitter wollen, aber vielleicht Instagram haben, eben mit dem Hashtag Adobe Live und die gucken wir uns dann an und am Freitag werde ich die 10 besten Arbeiten auswählen und die 10 besten kriegen ein Jahr Adobe Stock Bilder, also 10 pro Monat, das sind 120 Bilder im Jahr, können Sie dann benutzen in Ihrem Workflow, okay? Ich hoffe, das hat alles geantwortet. Geh mal zurück hier.
Oh, okay. Dann trinken wir einen Kaffee und essen Macarones in Magdeburg. Okay, Evil Series, machen wir bestimmt irgendwann mal. Ich gehe mal im Chat zurück hier. Oh, da wurde ja viel gechattet, während ich da redete. Wow, okay. Ah, und Bettina fragt, hi Rosa, wo kann man deine nächsten Typ-Spreads Typ-Spreads? Was ist das? Type-Spreads? Nein, ist nicht mehr da, ich hab's auf meinem anschauen. Hast du schon einen Plan? Nee, das habe ich noch nicht, okay. Aber vermutlich halt dann wahrscheinlich auf meinem Internetauftritt. Mhm. Und genau, also... Das wird dann alles auch angepasst, ja, und aktualisiert. Ja. Also das ist aktuell noch nicht auf meiner Webseite, aber... Mhm. Also auf alle Fälle auf den sozialen Media Rosa und Julia folgen, weil da in diesem Jahr werden sie beide sehr, sehr viel teilen von ihrer Arbeit, von ihrem Projekt, vielleicht auch andere Projekte, neue Ideen, wer weiß. Das ist ein total verrücktes Jahr für euch. Definitiv. Ja. Und ja, eben, das wird alles da mit der Zeit kommen. Und Jane Design Media fragt: Rosa, kommt nicht noch ein Pinsel auf den Pfad? Was? Oder bleibt der Pfad so, sag mal, uniform? Nee, also, das mache ich dann sozusagen in der nächsten. Mhm. In dem nächsten. Step? Step macht, dass ich dann die unterschiedlichen Strichstärken, okay, anpasse. Mhm. Aber also, da es ja jetzt schon ein bisschen spät ist, vermute ich, dass ich das heute nicht mehr hinbekomme. Mhm. Aber genau, dann, das mache ich im nächsten Schritt. Mhm. Aber vielleicht starte ich ja damit schon mal, damit man es heute schon mal ein bisschen sieht, wie das funktioniert. So. Da lege ich eine neue Ebene an. Oh, Tim, liebe Cerise, morgen kannst nicht den ganzen Tag da sein, aber das ist okay, das verstehe ich, dass man auch andere Sachen zu tun hat. Da fasse ich ein wenig auf, während Rebecca macht und während ich mache, passt Rebecca auf. Ich komme mal schnell wieder zu dir zurück, Julia. Mhm. Ja, ich bin gerade nebenbei einfach mal die Bilder, die paar durchgegangen, die ich in Paris gemacht habe, als ich heute unterwegs war. Aber da kann ich morgen gerne mehr zeigen von, mhm, auch wie ich einheitliche Looks dann darüber lege, weil dadurch, dass wir 16 Uhr quasi erst hier im Livestream sind, habe ich natürlich ein bisschen Zeit, um mal Paris fotografisch festzuhalten. Und das ist von heute Morgen. ja, und werde euch da gerne mal zeigen, wie ich die Looks irgendwie wie ich die in Lightroom erstelle und Bearbeitung vornehme. Und also ich habe bei mir meistens also Benutzervorgaben,
die ich im Prinzip über die meisten meiner Fotos lege und die so einen gewissen einheitlichen Look in alle Fotos bringen, die ich mache, weil so diese Standard-Digitalfarben sprechen mich jetzt nicht so an. Deswegen erstelle ich meistens Looks, die so ein bisschen in eine analoge Richtung gehen, mhm, und mache dann je nach Motiv noch bestimmte Korrekturen, die ich irgendwie vornehme. Und ja, der hat heute Morgen eine Taube angebrüllt. Angebrüllt? Ja, man sieht es hier, wenn man reinzoomt. Er war auf jeden Fall sehr an dieser Taube interessiert. Aber die Taube ist gerade überhaupt nicht interessiert. Die Taube hat es überhaupt nicht gestört, nee, genau. Und wenn ich jetzt so einen Look hier angenommen habe, dann kann ich halt einfach die anderen Fotos auswählen und die Einstellungen synchronisieren und auch da noch explizit entscheiden, welche Einstellungen, die ich an dem Bild vorgenommen habe, ich auch hier übertragen möchte. Und genau, deswegen finde ich das halt echt super, mit Lightroom in dem Fall zu arbeiten. Johannes, ich versuch's nochmal, sagt er. Arbeitet ihr mit Kürzel, Tastenkombinationen, die die Arbeit schneller machen? Natürlich, denke ich. Ja. Alle von uns. Ich sehe, dass die Rosa sehr viel auf die Shift-Taste drückt. Genau. Um gerade Linien zu machen. Oder? Genau. Ja. Das benutze ich viel. Ja, natürlich so die üblichen, die alle benutzen. Sagen wir, wenn man mehrmals ins Menü angreifen muss, um eine Sache zu machen, dann ist es besser, einfach die Tastenkombination zu kennen. Ja. In Lightroom auch, um einfach so die, wenn du halt aus dem Entwicklungsmodus zum Beispiel wieder zurück in die normale Ansicht möchtest, kannst du halt den Shortcut G benutzen, oder wenn du wieder zur Entwicklung möchtest, D für Development, glaube ich. Und das vereinfacht schon vieles. Wieso die Pfade nicht mit dem breiten Werkzeug verändern? Bitte? Mit dem Breit, warum, wieso? Was ist das für ein anderes Werkzeug? Welches Werkzeug meinst du? Das Breitenwerkzeug. Was ist das Breitenwerkzeug? Aha! Hier haben wir es. Das ist nämlich Illustrator, welche Version? CS5. Aber das dauert nicht mehr lange, bis die Rosa einen neuen Computer kriegt und wo alle neuen CC-Programme drauf sind. Weil die Rosa kennt das Breitenwerkzeug noch nicht. Nein? Nein. Leider nicht. Nein. Noch nicht. Ja. Was du gerade machst, ist mit dem Breitenwerkzeug super einfach. Sarah von Rickenbach, ja, die Creative Residency ist in Zukunft auch für Kreative aus der Schweiz geplant. Ja, Englisch war es auch offen für Schweiz und Österreich, glaube ich, dieses Jahr. Also für den deutschsprachigen Raum. Und unser Plan ist eben, die Creative Residency immer mehr zu öffnen. Genau, Lovejo, das gibt's in ihrer Version nicht. Was machst du mit diesem Foto? Das habe ich jetzt schon mal bearbeitet. Ich hatte, ich kann noch mal die Grundversion zeigen. Also die ganz ursprüngliche Version von diesem Foto war folgende. Und was ich dann in Lightroom gemacht habe, ist erstmal die Farben und die Belichtung zu korrigieren, den Kontrast. Also ich kann jetzt immer die einzelnen Schritte durchgehen, die ich vorgenommen habe.
Ich habe auch hier wieder eine Vorlage. Man sieht noch, die ist von meinem Balkantrip aus den Karpaten. Die alles, also die ziemlich warm ist, relativ kontraststark und die für das Motiv ziemlich passend war. Weil wir hier so in der Mitte so Gelbtöne haben von den Farben. Und genau, dann habe ich hier die Grundeinstellung vorgenommen in Lightroom, habe es dann exportiert, beziehungsweise in Photoshop geöffnet. Und okay, die beiden haben keine Bedeutung. Die kann ich auch einfach wegschmeißen. Und dann habe ich noch partiell so ein bisschen die Belichtung verändert und das kann ich gerne nochmal einfach neu zeigen, wie ich das mache. Das ist eigentlich so dem nachempfunden, wie man es in der Dunkelkammer macht, indem du Ebene machst, neue Ebene, Modus ineinander kopieren und mit neutraler Farbe 50% grau füllen. Dann legt sich eine Ebene drüber, die man dann quasi mit einer geringen Deckkraft beim Pinsel, so ich mach's, bleib meistens zwischen 8-9%, kann man dann ganz partiell und leicht einfach noch Veränderungen vornehmen in der Belichtung partiell an Stellen, wenn ich jetzt zum Beispiel die Struktur nehmen wir mal die Hände, dann könnte ich jetzt irgendwie, ach genau, und du musst halt darauf achten, dass die Pinseleinstellung, wenn du es halt auf weiß hast, dann man sieht es, ich mach's mal einfach ein bisschen mehr, dass man eher den Effekt sieht, was passiert. Kann ich jetzt hier die Lichter, die hellen Partien in den Händen noch mehr hervorheben und das gleiche auch mit dem Farn einfach machen, wenn ich die einzelnen Stränge noch so ein bisschen hervorheben möchte. Kann ich das mit dem Bereich auch ganz gut. Und das nehme ich auch einfach, um vor allem bei Porträtaufnahmen noch so ein bisschen mehr Kontrast oder Kontur reinzugeben. Da kannst du auch so die Wangenknochen ein bisschen mehr definieren oder das Haar ein bisschen scheinender werden lassen. Ja, das ist eigentlich so Dodge and Burn. Und die Variante für dich. Stefan Chiemsee fragt, das haben wir schon beantwortet, aber dann, vielleicht lohnt es sich, das wieder zu beantworten, ist, wo liegt der Hauptunterschied oder Vorteil von Lightroom gegenüber Photoshop, außer stapelweise Bilderverarbeitung? Ja. Der Vorteil liegt darin, dass du bestimmte Looks, die du einheitlich haben möchtest, auch nicht nur in einer Fotoreihe, sondern vielleicht in deinen ganzen Arbeiten, kannst du als Einstellung, zeige ich gerne nochmal, schon im Entwicklungsmodus, kannst du, wenn du jetzt Einstellungen vornimmst und diese dann hier hast von Lichtern, Tiefen, Temperatur, Gradationskurve bis hin zur Sättigung der einzelnen Kanäle, kannst du dann als neue benutzerdefinierte Vorgabe einfach abspeichern und die dann einfach immer wieder nutzen. Die habe ich jetzt hier als benutzerdefinierte Vorgabe und damit arbeite ich persönlich ziemlich viel, genauso wie im Bibliotheksmodus ich die Metadaten und EXIF-Daten einfach bearbeiten kann und hier das Copyright, was in dem Fall falsch ist, muss kommen sein, den Copyright-Status, so diese ganzen Titel, Bildunterschrift etc. kannst du halt alles eintragen direkt in Lightroom, kannst Markierungen vornehmen für Bilder, die wenn du eine Serie hast, dass du sie markierst bzw. Sterne verteilst. Und für mich ist es ein Mix aus Dateiverwaltung und einfach auch Bearbeitung. Und wenn ich nicht gerade Kompositionen mache, die Photoshop benötigen, dann arbeite ich tatsächlich relativ wenig
damit, sondern kann einen Großteil meiner Arbeit über Lightroom vollführen. Genau, aber wenn es natürlich um so Sachen geht wie hier, dann kannst du es zwar schon auch in Lightroom machen, im Entwicklungsmodus hast du genauso einen Pinsel, den du benutzen kannst, aber da ist die Exaktheit einfach in Photoshop besser, also wirklich ganz genau die Punkte zu treffen. Obwohl das auch, finde ich, von Version zu Version besser wird. Mhm. Also wenn ich jetzt hier einfach die Belichtung in den Bereichen höher machen will, dann erkennt er auch schon grob die Struktur des Bildes. Also es ist schon genauso ziemlich gut geworden. Definitiv. So. Genau. Und dann kann man hier, sieht man jetzt ein bisschen diesen Effekt, der sich verändert hat, einfach, dass ich den Halm noch ein bisschen aufgehellt habe. Und was ich dann noch gemacht habe, ist, dadurch, dass es so von unten fotografiert ist und hier oben so dieser Wald einfach sich aufhält, würde ich den Effekt noch ein bisschen verstärken und habe dafür mit einer Gradationskurve an der Belichtung gearbeitet. Zeige ich hier nochmal. Und habe dann einfach eine Maske darüber gelegt und das dann partiell verändert. Genau. Und wenn man dann noch will, und das habe ich gemacht in dem Bereich, einfach, dass du diese Einstellung dupliziert und bin dann aber nochmal auf die Farbe gegangen und habe es ein bisschen wärmer gemacht. Genau, das ist so. Das sind die Sachen, die ich an dem Bild jetzt hier bearbeitet habe. Genau. Und dann, wenn man sich im Vergleich anschaut, hast du dann hier vorher, nachher. So. Genau, beziehungsweise das ist gar nicht ganz vorher, sondern schon mit den Lightroom-Bearbeitungen. So. Genau. Ja. Wow. Gehen wir schnell rüber zu Rosa. Die eben das, wie sagt man, das Thick and Thin. Genau. Ich habe ja schon mal so ein bisschen gestartet mit den Strichstärken. Und ja, ich mache das einfach, indem ich da so eine Fläche zusätzlich nochmal ziehe, die das dann nochmal unterstützt und verstärkt. Kann man zoomen. Genau, da oben. Zeig dir Rosa schnell auf meinem Bildschirm, was das ist mit der Decke der Linien hier. Guck, damit kann man einfach so nochmal rein. Klick. Finde ich trotzdem nicht so gut. Weil ich das ja trotzdem persönlicher nämlich irgendwie steuern möchte und ja persönlich genau sagen möchte, okay, exakt an der Stelle will ich so und okay. Thomas, Beispiel, gibst du deinen Ebenen keinen Namen? Nö, warum? Nö, gebe ich nicht. Braucht man nicht immer. Also den Ebenen Namen zu geben, das ist gut, wenn man zum Beispiel auf verschiedenen, Sachen in der Illustration arbeitet. Zum Beispiel, wenn es verschiedene Sachen gibt, zum Beispiel der Garten Julia Siegers Projekt heute, wo sie Blumen hatte Gras, hatte die Mähschweinchen. Die sind alle dann gruppiert und auch mit einem Namen. Aber in diesem Fall sind es Buchstaben und die sind ziemlich einfach
zu finden und zu klicken. Und ja. Und ich habe ja eigentlich auch nicht so viele verschiedene Ebenen. Mhm. Das ist ja eigentlich, das hält sich noch einigermaßen begrenzt. Genau. So sieht es momentan so noch jetzt aus, aber ich habe natürlich jetzt auch gerade erst in der Ecke angefangen mit den unterschiedlichen Strichstärken. Das mache ich dann auch noch in den nächsten Stunden über auf dem anderen Letterings. Mhm. Noch eine Frage über den Font, das du für die erste Linie hast. Mhm. Gefragt haben schon zwei gefragt. Das ist die Harish. Müsste man sehen, oder? Ja, wie heißt das? Harish. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Larish. Larish Neue. Larish, also L-A-R-I-S-H. L-A-R-I-S-H, okay. Ja, wir sind live aus Paris. Oui. Ja. Sehr schön. Okay. Rufus arbeitet bei Adobe. Okay. Ah, okay, Ivo Syriza erklärt gerade, wer wir sind. Okay. Vielen Dank, Tim. Precious as always. Und nur noch ein paar Minuten. Hm. Und morgen geht es auf diesem Projekt weiter oder ein neues Projekt. Was habt ihr vor? So bis jetzt ist es ja noch nicht abgeschlossen, deswegen, das mache ich dann, also hätte ich jetzt einfach mal gesagt, dass ich das noch bis zum Ende fertig mache, oder? Okay. Genau, und du machst, glaube ich, was anderes machen. Genau, ich würde morgen tagsüber ein bisschen durch Paris laufen und Stadtaufnahmen, Straßenszenen machen und dann gemeinsam mit euch durch die Auswahl gehen, auch gerne mal darauf eingehen, wie ich da eine Auswahl treffe. Und und dann am dritten Tag machen wir vielleicht noch ein weiteres Plakat, was ein individuelles Design quasi ist für das Adobe Live, mit einem Foto von uns beiden, was wir vermutlich gegenseitig voneinander schießen werden oder so. Mhm. Und vielleicht der Cityscape von Paris als Doppelbelichtung und irgendwie so Julia und Rosa in Paris. Sehr cool. Ja. So, das wäre es fast für Tag 1 von unserem Grafikdesign und Illustrationsstream hier live aus Paris für 3 Tage. Das war Tag 1. Morgen sind wir zurück, natürlich mit Andreas, mit Julia Zieger, mit Dennis, Julia und Rosa wieder. Und natürlich Rebecca, unsere Co-Host. Was kann ich sagen? Danke an alle, dass ihr dabei wart. Vergesst nicht, unser Contest unten im Adobe Live ist der Button, um das Template runterzuladen. Da sind alle Regeln drinnen und alles, was ihr wissen müsst davon. Okay? Und ich hoffe, dass ihr alle morgen Zeit habt, um wiederzukommen. Und bis dann. Tschüss. Ciao.